Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute präsentiere ich euch ein Bier. Da habe ich euch die Eröffnung der Brauerei vor gar nicht allzu langer Zeit, zwar im November, im Blog vorgestellt und habe es bis hin verabsäumt, die Biere nochmal ausführlicher zu besprechen. Die will ich heute nachholen und als erstes kommt Bitter von Tresen, ein Pilzbier und zwar aus der Muttermilchbrauerei. Hier oben das Logo der Brauerei, beziehungsweise hier oben auch auf der Cap. Und das ist ja die Schaubrauerei, Versuchsbrauerei, Kursbrauerei vom Bierlovers der Amazin GmbH in Wien. Und da hat man als erstes Bier das Pilzbier genommen. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe das schon mal probiert. Es war jetzt relativ eigenwillig, soll ich mal sagen, aber ich sage jetzt gar nicht zu viel, es war damals vom Fass, vielleicht ist es aus der Flasche ganz anders. Bitter von Tresen, auch hier nochmal persönlich, sollte sie mal auf der Straße treffen, sie gibt es tatsächlich, auf dem letzten Craft Beer Fest war sie unterwegs. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie die bittere Dame hier so aus dem Glas kommt, oder ich nehme an, dass es einfach ein Wortspiel ist mit Bitter von Tresen. Alles andere würde mich dann doch eher verwundern. Habe ich gesagt, 5,1 Volumenprozent Alkohol, 12,8 die Stammwürze und 5 bis 7 Grad pilztechnisch hätten wir da mal alles erreicht. Ein bisschen mehr als ein Fingerbreit Schaum obendrauf. Schönes, helles Gold, leichte Trübung drin und der Schaum schön fein. Und den bringen wir auch haftend ans Glas. Ja, so ein schöner, grasiger, leicht blumiger, getreidiger Eindruck in der Nase. Leicht strohig. Ganz, ganz, ganz sanft, zitrusig, fruchtig. Aber es ist jetzt gar kein Pilz, was so eine übertriebene Hopfenblume einem in die Nase schießt. Und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass das durchaus so gewollt war. Ja, in diesem Sinne. Cheers. Es ist sehr trocken und es war so richtig crispy. Das finde ich beim Pilzbier gar nicht schlecht. Was allerdings auffällt, ist, man hat die Bittereinheiten verschwiegen bei diesem Bier und das ist doch eigentlich normalerweise das Erste, was einem beim Pilz so auffällt. Oh, da ist diese schöne, bittere Note drin und das fehlt bei diesem Bier. Es ist eher so, ja, geht eher in das Süßliche. Eine süßlich-getreidige Note. Sehr schlank, extrem schlank. Kohlensäure auch sehr sanft eher. Aber sehr intensiv von der feinen Perligkeit und sehr schlank, mittlerer Körper, weil eben doch diese gerade getreidigen Noten dann doch ein bisschen einen Körper erzeugen. Und gerade hinten raus, und das finde ich jetzt wieder spannend, hinten raus kommt dann dieser pilztypische florale Eindruck. Es wird auch ein bisschen bitterer, wobei wir, glaube ich, relativ weit noch von einem typischen norddeutschen Pilz entfernt sind. Es hat diesen grasigen, süßlichen Ton mit drin und es kommt auch ein bisschen Zitrusfrucht dazu, was dieses Bier nach wie vor einfach zum sehr, sehr angenehmen Sommerbegleiter vermutlich macht. Mit 5,1 Volumenprozent liegt man vielleicht ein bisschen über dem pilztypischen Alkoholwert, aber finde ich jetzt persönlich gar nicht schlecht. Trotzdem, ganz ehrlich, ich hätte mir ein bisschen mehr Bittere gewünscht in einem Pilz, was dann doch eher den Anspruch hat, auf der klassischen Seite zu Hause zu sein. Deshalb für Bitter von Tresen gibt es von ProbierTV 3 von 5 möglichen Punkten für Bitter von Tresen aus der Muttermilchbrauerei der Bierlovers
und der Amazin GmbH aus Wien. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Wenn ihr wollt, einfach einschalten, YouTube-Kanal abonnieren und ich mache es mir jetzt mit Bitter gemütlich. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.